Wenn ihr schon immer einmal sehen wolltet, wie sich ein 34-jähriger Mann irrational darüber aufregt, wie beschissen ein neues Xbox-Dashboard sein kann, dann, oh boy, seid ihr hier an der richtigen Stelle, weil Microsoft haben jetzt langsam so für alle, also das wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen bei allen Endnutzern dann eben auch auf den neuen Xbox-Systemen verfügbar sein, da das neue Dashboard aufgezwungen. Und ich bin nur noch frustriert. Ich habe das jetzt einen Tag lang benutzt und ich habe schon keinen Bock mehr. Meine Füße tun weh. Ich finde es einfach nur grauenhaft. Und bevor ich auf die Gründe eingehe, warum das so grauenhaft ist, ich hatte gerade eben gesagt, ein 34-Jähriger, heute, wenn das Video rauskommt, ist mein Geburtstag, 30.07. Das heißt, ihr müsst, das ist Gesetz, ihr müsst das Video liken, ihr müsst mir gratulieren. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, müsst ihr jetzt auf den Abo-Button drücken. Tut mir leid, ich mache die Spielregel nicht, das ist leider so vorgegeben. Aber ja, was gibt es denn Besseres, als sich an seinem Geburtstag über so etwas Nichtiges aufzuregen oder beziehungsweise es an seinem Geburtstag zu veröffentlichen und haha, clever, vorher aufzunehmen. Aber ja, das neue Dashboard, ich finde, es ist eine absolute Katastrophe. Ich bin generell jemand, dem vor allem eben die Verfügbarkeiten und die Übersichtlichkeit und die Customization von solchen Dashboards sehr, sehr wichtig ist und eben auch der Informationsgehalt möglichst kompakt gehalten wird, dass ich nicht irgendwie durch viele Sachen scrollen muss oder einfach nur unnötig kleine Icons vor viel zu großen Hintergründen irgendwie sind. Deswegen für mich das beste Dashboard, was es jemals gab, ist auf dem 3DS. Da kann ich einstellen, wie groß die einzelnen Felder sind und wenn ich will, kann ich das einfach so mit Icons überladen, wie ich das möchte. Ich kann alles dahin schieben, wo ich das will. Ich kann Ordner erstellen, ich kann alles irgendwo reinpacken. Es ist absolut perfekt. Oben auf dem Bildschirm werden dann die anderen Informationen zu der jeweiligen App oder dem Spiel dargestellt und ich kann ganz in Ruhe, so wie ich das möchte, alles sortieren und machen und es ist kein Scheiß daneben, keine Werbung, keine irgendwelchen anderen Sachen oder irgendwelche Platzierungen, die ich nicht irgendwie verstellen kann. Und das neue Xbox Dashboard ist leider so das komplette Gegenteil davon. Ich weiß das, ich habe das jetzt online so ein bisschen gesehen, Leute sich darüber gefreut haben, oh, sie haben die Icons ein bisschen kleiner gemacht und nach unten gerückt und jetzt sind eben in der oberen Schaltfläche nur noch Spiele beziehungsweise eben die letzten Apps, die man benutzt hat, zu sehen, quasi so ein bisschen wie das auf dem PlayStation 5 Menü der Fall ist. Und jetzt kann ich viel besser eben meinen Hintergrund, den ich ausgewählt habe, sehen. Und es gibt jetzt eben auch solche bewegbaren Dashboards, ne, bewegbaren Hintergründe, die dann irgendwelche Animationen zeigen, Geräusche abspielen, sonstigen Scheiß, wie man das eben auch schon, ich glaube die PS3 hatte das teilweise schon, ich habe es eben hauptsächlich bei der PlayStation 4, ich habe da immer noch mein Firewatch-Hintergrund, den ich irgendwie vor 10 Jahren oder so gefühlt mittlerweile leider gekauft habe. Ich mag das auch, das ist ganz cool, ich werde zwar weiterhin dann eben auch meinen Evil Within-Hintergrund nutzen, weil man den nämlich auch nicht mehr bekommen kann, hehe, das war damals nur möglich zum Start des Spiels, als Xbox noch diese Challenges hatte, für die man dann solche Bilder eben freischalten konnte. Aber an sich ist das ganz cool. Mein Problem ist A, natürlich, dass es sich so ein bisschen darauf fokussiert, dieses ganze Lob des Systems, dass man jetzt den Hintergrund mehr sehen kann. So das Theme jetzt mehr sehen kann. Wo ich mir denke, ich sollte meine Spiele und meine ganzen Ordner, die ich am besten hätte, sofort sehen. Ich mache eine Xbox an, um sie zu spielen. Ich mache keine Xbox an, um mir irgendein Menü anzusehen. Das kann halt im Hintergrund sein oder ich könnte es selber formen. Man könnte mir die Möglichkeit überlassen, hey, willst du Platz lassen, um das ganze Menü zu sehen oder willst du es einfach vollballern mit Icons, sodass du eben schnell darauf Zugriff haben kannst. Das sollte mir eigentlich im besten Fall irgendwie überlassen sein, aber ja, das ist okay. Trotzdem auch hier wieder sehr viel Platz weggenommen. Weißt du, es gibt jetzt oben extra die Icons, dass man sofort auf Game Pass, den Store oder eben auch den Guide und sowas zugreifen kann und die Bibliothek und dann ist aber die Bibliothek immer noch unten links unter den Spielen in so einem Kasten drin und rechts daneben auch noch die ganze Werbung, wie es eben vorher der Fall war. Also an sich sind die Icons nur kleiner gemacht worden. Die Animationen, wenn man links und rechts rüber geht, sind jetzt ein bisschen flüssiger, das ist ganz cool. Aber das ist nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist alles, was da drunter ist. Weil vorher konnte ich das frei wählen. Ich fand es zwar besser, wenn ich wirklich Ordner habe, die ich dann eben auch strukturiert anzeigen kann, wie das eben beispielsweise auf dem 3DS der Fall ist, wie das eben auch auf der Wii U der Fall ist. Aber hier konnte ich zumindest mit meinen Gruppierungen und den Pins konnte ich dann sagen, okay, ich habe dann hier meine Gruppierungen untereinander und da konnte ich meine Ordner drin machen. So, und das ist ja für jeden dann eben selber überlassen, wie man das irgendwie haben möchte. Für mich zum Beispiel, für die Arbeit, ist es auch ganz praktisch, wenn ich einen Ordner habe, der einfach nur die Review-Keys sind, wo ich noch irgendwie Content für produzieren muss. Oder das sind alle Game Pass-Spiele, die ich mir runtergeladen habe, aber die ich noch nicht gespielt habe. Und das sind auch die gekauften Spiele, die ich runtergeladen habe, aber noch nicht gespielt habe. Und das habe ich jetzt dann so eingeteilt, so hier ist dann, ne, Downloaded-Titel, die ich gespielt habe, die ich nicht gespielt habe,
Game Pass-Spiele, die ich gespielt habe, nicht gespielt habe. Und eben auch noch so ein paar andere Einteilungen, dass ich so meine ganzen Jackbox-Spiele in einer Kategorie habe oder bestimmte abwärtskompatible Spiele, meine ganzen Apps. Und ich wusste eben, wie das Ganze sortiert ist. Und dazwischen konnte ich, so wie ich das eben möchte, dann den Game Pass platzieren oder den Store platzieren oder eben auch Xbox Live Gold, die ganzen Spiele, die ich eben im Monat gratis dann holen kann, dass die auch da angezeigt werden. Ich konnte das für mich vollkommen frei verfügbar sortieren und habe das eben auch als jemand, der die Xbox fast täglich nutzt, eben auch so zusammengebaut. Und das ist jetzt alles weg. Das ist jetzt alles weg. Jetzt ist es einfach nur noch Werbung. Und zwar, jetzt könnten Leute sagen, also, ja, aber Björn, Werbung ist doch eigentlich nur, das sind die Anzeigen, die oben platziert sind. Nein, alles darunter ist praktisch Werbung, weil das ganze System mir jetzt aufzwingt, hier sind die neuen Veröffentlichungen im Game Pass. Hier sind die zukünftigen Veröffentlichungen Game Pass. Hey, hier ist doch irgendwie so ein Genre-Ding. Wie wäre es jetzt mit düsteren Action-Titeln, die im Game Pass zur Verfügung sind? Oder hier sind irgendwelche Spielekategorien und dann wirst du zum Store rübergeleitet. Abwärtskompatible Spiele, Spiele, die irgendwie einen FPS-Boost haben oder so. Und du wirst sofort zum Store weitergeleitet. Oder hier sind Filme, Musik, die du kaufen kannst. Hier sind irgendwelche Bezahl-Apps, die du dir installieren kannst, ne, dass du eben dein Netflix, dein Spotify und sonst was eben haben kannst. Und darunter sind auch nochmal die Links zu irgendwelchen Rental-Services. Und wenn du weiter runter gehst, dann sind auch nochmal extra platzierte Kategorien für, hier sind Ubisoft-Spiele. Und das ist auch so ein bisschen rotiert dann durch, das was ganz unten ist. Das ist dann, hier sind jetzt EA-Titel. Ich hatte gerade eben mal, dass dann irgendwie eine Reihe von Capcom-Titeln irgendwie gezeigt wurde. Und ich habe darüber keinerlei Einfluss. So, warum muss ich denn sehen, was meine Freunde an Erfolgen freischalten? Wo es auch immer nur 3 Erfolge sind, die angezeigt werden oder irgendein Bild, was jemand gemacht hat. So, wenn ich sehen will, was jemand irgendwie als Video oder ein Bild teilt, dann folge ich der Person auf Twitter und dann sehe ich das dort. Ich will das nicht in der Xbox einfach nur so, oh, hier ist ein Freunde-Tab und dann, oh, Person XY hat jetzt in Spiel Dingsbums den Erfolg freigeschaltet, wo ich auch teilweise eben keinen Bezug zu habe. Who gives a shit? Wer will das sehen? Wer interessiert sich dafür? Und das ist dann eingebettet in diesen, hier sind die neuen Game Pass-Titel, hier sind die Game Pass-Titel, die demnächst rauskommen. Motherfucker, ich habe Game Pass bereits. Microsoft, ich habe es bereits geholt. Ich nutze es, seitdem ihr das Programm eingeführt habt. Seitdem es Ultimate gibt, habe ich Ultimate. Warum sollte ich jetzt noch darauf hingewiesen werden, was es alles da drin gibt, wenn ich das die ganze Zeit nachgucke? So diese Sorge, dass Leute nicht einfach nur den Game Pass dann holen, sondern dass sie permanent darauf hingewiesen werden müssen, was es alles gibt und das und spiel das und hol dir das und hast du nicht gesehen, das gibt es auch noch und bla bla bla. Und ich kann das ja verstehen, wenn du das als irgendeine Anzeige schaltest oder vielleicht als Standard, aber dann lass mich den Scheiß doch customizen. So, es bringt mich dazu, dass ich ehrlich gesagt weniger auf diese ganzen Optionen klicken will oder beziehungsweise überhaupt nach unten gehen will, weil nur Müll dort ist, der mich dann eh nicht interessiert. Ich schaue doch sowieso regelmäßig nach, was die neuen Spiele im Game Pass sind. Dafür hatte ich ja die Game Pass App explizit dorthin gepackt. Und jetzt muss ich, jetzt anstatt einen Standort zu haben, wo eben diese Game Pass App war, habe ich 2-mal feste Punkte für das ist neu, das kommt bald und dann darunter nochmal welche für verschiedene Kategorien oder sonstige Dinge dabei. Und das ist eben entweder alles Werbung für an sich den Game Pass oder für irgendwelche Filme, Musik, die du kaufen kannst oder für irgendwelche Spiele, die im Store sind. Es werden jetzt auch alle neuen Releases angezeigt. Motherfucker, dafür hatte ich auch die Store-Platzierung als App in meinen Ordnerstrukturen drin. Oh, das ist so frustrierend und jetzt kann ich 2 Gruppierungen nur noch auswählen und dann kann ich nicht mal den Punkt, wo sie stehen, auswählen, weil sie sind jetzt immer unter, ne, zwischen den neuen Erscheinungen und den bald erscheinenden Game Pass Spielen. Und es gibt 2 Ordner, die ich da noch hinpacken kann. Und bei meiner vorigen Struktur ist es so, jetzt muss ich mir nochmal eine komplett neue Struktur überlegen, mit der ich das irgendwie machen kann. Und stattdessen ist jetzt, ja, Alter, du kannst jetzt aber auch Spiele dran pinnen, damit du dann nichts verpasst. Und also, was bringt mir das denn? Selbst wenn ich irgendwelche aktuellen Titel, selbst wenn ich irgendwie Exo Primal dahin packe, weißt du, ein Spiel, was eben Live-Service-Titel ist und wo es dann vielleicht sogar Updates geben könnte oder so, dann habe ich das in einem Reiter und dann werden in dem Reiter maximal 3 Bilder angezeigt, was dann auch einfach nur irgendein Rando hat ein Bild von dem Spiel gemacht. Irgendein Rando hat ein Video von dem Spiel gemacht. Hier ist ein Livestream von jemandem, der das Spiel gerade spielt. Who gives a shit? Das sind doch nicht mal wichtige, selbst wenn ich dem Spiel folge und das irgendwie aktiv mitverfolgen will, dann sind es doch nicht mal für mich interessante Sachen. Lass mich doch wenigstens ein paar Titel ganz oben an den ersten Bildschirm festpinnen. Nein, es sind immer nur die letzten Spiele und vor allem auch Apps zusammen. Lass mich doch wenigstens die Apps da rausnehmen, dass eben nur die Spiele angezeigt werden. Dass nicht immer noch, oh, ich habe einmal irgendwie
Systemmanager oder das Hilfecenter geöffnet und jetzt nimmt das auch einen Platz weg in dieser Reihenfolge. Das ist doch absurd. Also wir sind einfach weggegangen von einer Customizability, von einer Freiheit, mir die Sachen, mich als Endnutzer, als Kunden, so wie ich das am meisten nutzen will, so wie ich natürlich auch als jemand, der ein Hardcore-Heavy-User ist. Ich habe gerade das Gefühl, okay, dann, damit ich diese hässliche Scheiße nicht mehr sehen muss, mache ich eben öfter meine PlayStation 5 anstattdessen. Ich bin da auch kein Fan von dem Dashboard, weil auch da mir einfach zu wenig Platz in der Funktionalität ist, sondern einfach nur, hier sind die schönen Hintergründe zum Ansehen. Als ob ich irgendwie 3 Jahre alt wäre und ich müsste die Schlüssel vor meinen Augen rumgebaumelt bekommen. Motherfucker, lass mich einfach sofort auf irgendwelche Ordner zugreifen. Lass mich das ganze Ding funktional aufbauen. Du kannst es immer noch okay aussehen lassen. Aber Jesus Christ, gib mir doch einfach die fucking Möglichkeit, wenn ich mein Dashboard so aufbauen will, wie das 3DS-Menü, lass es mich doch einfach machen, goddammit. Von mir aus kannst du ja noch irgendwie eine so eine und so ein Startbildschirm und dann gehe ich einmal runter und da sind meine ganzen Ordner. So, warum muss das 5 Seiten an irgendwelcher nutzlosen Information sein? Warum muss man das mit 4, 5 Bannern von Game Pass-Titeln zuspammen, wenn ich fucking Game Pass schon habe? Was soll das? Was bringt das? Für wen ist das da? Daran habt ihr 1 Jahr gearbeitet? Wirklich? Wer wurde dafür bezahlt? Alter, gebt mir einen Tag Zeit und ich zeige euch einfach da, 3DS, das Ding. Und dann macht ihr noch irgendwo einen anderen Reiter, wo man auf irgendeine andere Scheiße draufkommt. Oh, meine Fresse, weißt du, dann lass mich doch zumindest den Homescreen mehr, diesen Homeguide mehr umbauen, dass ich mir da irgendwelche Ordner reinbauen kann. Mach einfach einen Tab für den Homescreen, wo Spiele sind und wo Apps sind und dann kann ich mir da meine ganzen Icons reinpacken oder meine Ordnerstrukturen und sonst was. Das kann doch nicht so schwer sein, dass eines der größten Unternehmen aller Zeit, die vor allem natürlich auch sehr viel mit UI-Design sich beschäftigt haben, über die ganze Software, die sie entwickeln, dass die das nicht hinkriegen, ein funktionales Dashboard zu machen, was nicht einfach in einem so großen Update so viel an Funktionalität, die man mir vorher gegeben hat, jetzt einfach wieder aus der Hand schlägt. Also das ist, ich bin ja schon nicht der größte Fan von dem Standard Xbox One Menü gewesen, was wir damals hatten. Und es war immer so, ja, leichte Verbesserung, wird besser, wird besser, wird besser. Und das aktuelle fand ich, oder beziehungsweise das jetzt vorige, war ich jetzt auch nicht der größte Fan von, aber ich fand es zumindest von allen aktuellen Konsolensystemen immer noch das Beste, weil es mir eben die meiste Möglichkeit für eben diese Customizability gab, dass ich eben auch den Guide ein bisschen umbauen kann, dass ich mir eben diese ganzen Gruppierungen als Pins setzen kann, dass ich da eben auch alles frei platzieren kann. Das war zwar nicht so kompakt, wie ich das gerne möchte, ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man seinen Account auf 2 Xbox-Geräten angemeldet hat und dann hat man seine Pins auf einer Series S unten, wo weniger Spiele drauf sind und ich kann dafür keine eigene Sortierung, kein eigenes Dashboard irgendwie erstellen. Das ist ein bisschen blöd, weil das dann automatisch immer das auf beiden Konsolen irgendwie anpasst, außer den Hintergrund, der ist vollkommen okay, aber diese Ordner und sowas, die kann ich eben nicht kopieren, ohne dass es, oder beziehungsweise verändern, ohne dass es bei dem anderen System auch verändert wird. Das waren alles Probleme, die da waren und an den Sachen hätte man arbeiten können. Man hätte das in dem Punkt weiter ausbauen können, aber das ist jetzt das erste Dashboard seitdem, ich würde mal sagen, seit dem dritten Xbox 360 Dashboard, was sie damals eingeführt hatten für Kinect, ne, wo alles dann in dieses Kacheldesign übergegangen ist, was ja auch einheitlich gemacht werden sollte zwischen den Windows Phones und dann eben auch Windows 8. Bei Windows 8 ist man von diesem Design natürlich auch schon längst weg dann gegangen später. Die Windows Phones, die gibt es ja auch gar nicht mehr. Leider ist das Xbox 360 Menü immer noch verdammt auf alle Ewigkeiten so auszusehen, auch wenn das vorige Design von 2008 so das Beste ist, was Microsoft jemals hatte. So, das heißt, den schlechten Schritt, den habe ich schon mal miterlebt. Dann sind wir auf die Xbox One gegangen, was nochmal schlechter war und dann Stück für Stück über die letzten 10 Jahre hat sich's immer wieder verbessert und jetzt zack, bam, auf einmal alles sofort wieder scheiße. Und ich weiß, dass Leute sich jetzt fragen, Björn, wie kannst du dich über sowas aufregen? Wie kannst du dich über sowas passioniert so lange aufregen? Aber das sind Sachen, die mir persönlich bei der Benutzbarkeit sehr wichtig sind und wo ich vor allem auch Zeit reingesteckt habe. Das ist so, als ob du deine eigene Ordnerstruktur erstellst, als ob du eben auch deinen Workflow kreierst und auf einmal dann ein Update sagt, nein, das funktioniert jetzt gar nicht mehr, du kannst
kannst jetzt die Ordner nicht mehr dahin machen, wo das vorher war. Ordner gibt es irgendwie gar nicht mehr. Du darfst nur noch zwei. Weißt du, stell dir einfach mal vor, du könntest in deine Favorites auf irgendwie Explorer oder eben bei Finder, bei Mac, könntest du einfach nur noch zwei Ordner reinsetzen. Nee, du darfst nur noch zwei Sachen favoriten und der Rest sind einfach Dinge, die wir dir reinsetzen. So, das ist doch vollkommener Scheiß einfach nur. Und wahrscheinlich wieder irgendwie, oh, Sir, nein, was ist denn? Oh, die Metriken sind down. Nein, welche Metriken denn? Alle! Ah, was machen wir denn jetzt, um die Metriken wieder nach oben zu kriegen? Oh ja, wir müssen den Leuten einfach wie dumme Schafe irgendetwas vor den Latz werfen die ganze Zeit. Die Leute sehen doch gar nicht, was es im Game Pass gibt die ganze Zeit, selbst wenn sie ihn besitzen. Nein, wir müssen ihnen jetzt 500 fucking Tabs vor die Nase schmeißen, damit sie das alles mitbekommen. Oh, und wir müssen Leute dazu kriegen, noch mehr Sachen in unserem Store zu kaufen. Wie machen wir das? Oh, verbessern wir mal die Funktionalität und die Übersicht unserer Wunschliste, sodass Leute, die über 100 Titel drin haben, nicht jedes Mal in einer horizontal angeordneten Liste von links nach rechts durchscrollen müssen. Oh, dass wir ihnen anzeigen, so und so viele Titel sind gerade im Angebot, aber ich muss dann trotzdem durch meine Liste von fast 300 Titeln durchgehen. Und wenn ich auf ein Spiel draufklicke und wieder zurückgehe, dann fange ich wieder von vorne an und muss wieder nach rechts durchscrollen. Vielleicht sollten wir das mal irgendwie verbessern? Nein, wir machen einfach noch mehr Angebote auf die fucking Startseite, die du sofort in deinen gierigen Wagenschlund reinwerfen und bestellen kannst. Okay, das musste jetzt einfach mal raus. Das war jetzt meine Form von Therapie. Das habe ich mir jetzt selber geschenkt zum 34. Oh, und ich werde jetzt den Tag, wie gesagt, ich habe das jetzt einen Tag vorher aufgenommen. Ich werde das jetzt mit wesentlich besseren Sachen verbringen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Und oh Gott, keine Lust mehr.